Normalerweise hatten wir immer relativ viel Action in den Rennen, vor allem Montreal, das war ja ein Wahnsinnsrennen. Da hatte ich ja sogar einige Fights. Unter anderem, glaube ich, mit Gutierrez, oder nee, mit Perez war es. Ich glaube, ja, mit Perez und Grosjean gleichzeitig, wo sie mich beide vor der Schikane attackieren wollten. Oh, nicht so gut. Okay, jetzt fahre ich mir... jetzt fahre ich mir hier Mist zusammen. Da kommt der Gutierrez auch direkt wieder dran. Aber jetzt sind meine Reifen auch wirklich... kurz vor 12, wie ihr seht. Vorne links vor allem, hinten, die sind nicht so toll. Ich bin eine Sekunde jetzt langsamer. Ja, ich muss zum Reifenwechsel kommen. Das sagt jetzt mein Spotter. Ich muss jetzt entweder schneller fahren oder zum Reifenwechsel kommen. Ich nehme lieber die zweite Variante. Gucken wir mal. Oh mein Gott. Okay. Da spule ich jetzt einmal... Habe ich überhaupt Rückblenden? Nein, ich habe gar keine Rückblenden. Verdammt. Oh Mann, das wollte ich gerade einmal zurückspulen, weil das hat richtig Zeit gekostet. Jetzt die harten Reifen. Oh Mann, was war das denn? Da bin ich ja total von der Strecke geflogen. Naja, egal. Jetzt die harten Reifen. Das hat extrem viel Zeit gekostet. Aber kann ich jetzt nun mal nicht mehr ändern. So, weiter geht's. 3 Sekunden. Das war ein super schneller Stop. 18. Platz. Ich denke, es war noch gar keiner an der Box. Ich glaube, ich bin jetzt der Erste, der überhaupt an der Box war. So, hier schön rum. Jawohl. So, keine Stops mehr geplant. Ist klar, ist logisch. Da sind auch nur noch 10 Runden zu fahren. Mal gucken, was die 10 Runden noch bringen. 10 Runden noch. Ja, doch, die 10, was die 10 Runden noch bringen. Ich habe ein bisschen zugehört, was mein Spotter da erzählt. Also mein Ingenieur. Ach, ich bin jetzt bei Spotter wegen Nesca. Da sagt man ja Spotter. Wow, da bin ich ein bisschen auf den Rasen gekommen. Glück gehabt, würde ich sagen. Ich muss gucken, dass ich jetzt meine Reifen nicht kaputt fahre. Das wäre äußerst dämlich, weil sonst gibt das am Ende des Rennens nichts mehr, wenn wir auf die letzten Runden zugehen. Sonst werde ich, denke ich mal, nach hinten gereicht oder ich wieder ein Unfall. Massa jetzt mit der schnellsten Rennrunde. Eine 1.23.3. Oh man, davon kann ich nur träumen. Aber irgendwann bin ich auch mal beim schnellen Team. Ich sage es euch. Und dann brenne ich auch die Zeiten in den Asphalt. Mein Teamkollege ist dafür jetzt in die Box gegangen. Ich glaube, entweder wären wir gerade gleichzeitig gekommen. Oder wir haben jetzt die Strategien gewechselt. Mal gucken, wo ich jetzt landen werde. Und. Ah ja, die ziehe ich noch hier durch. 13. Platz. Das heißt, 3 Autos sind jetzt noch vor mir. Oh, das war nicht so gut. So, wer ist denn da hinter mir? Das sieht aus wie McLaren und das ist Jensen Button auf der 14. Position. 3 Autos sind jetzt noch, die noch nicht in der Box waren. Müssen ja. Ungefähr. Ich hoffe, dass ich da wieder vorbeikomme. Das müsste dann die Resta Gutierrez sein. Und wer noch? Ich weiß es nicht. Ich habe ja keine Ahnung, das müsste dann einer gewesen sein, der noch weiter hinten war, da wo ich jetzt nicht so viel von mitbekommen habe. Ja, wenn ich einen Fehler mache, setzt er zum Überholen an. Ich denke, der Button ist auch relativ zügig unterwegs. Ich hätte vielleicht am Anfang wieder mit den harten Reifen starten sollen, so wie ich das jetzt öfter schon gemacht habe in der laufenden Saison. Das war eigentlich immer ganz gut, weil ich dann am Ende hin viel, viel schneller fahren konnte als alle anderen, weil irgendwie machen es die KI immer genau gleich. Immer die weichen Reifen und dann auf die harten wechseln. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so. Also im Moment passiert ja hier wirklich gar nichts. Es fällt mir echt schwer, euch was Schönes zu erzählen. Das ist ja mies. Es passiert nichts. Es passiert wirklich nichts. So, jetzt bin ich wieder auf der 10. Position. Also hat doch noch gepasst. Das ist nicht so gut, wenn ich hier mir so Verbremser leiste. Erstens kostet das Zeit und zweitens kostet das meine Reifen. Und das ist überhaupt nicht gut. So, jetzt hier wieder schön rum. Ach, guck mal. Ach nee, doch nicht. Ich habe gerade auf die Karte geguckt und wollte sagen, ich komme irgendwelchen davon immer näher. Wobei das ja die Punkte waren, die hinter mir fahren. Und dann ist klar, die Bremsen vor der Kurve und dann sah das so aus, als ob ich
näher dran komme. Aber in Wirklichkeit war es gar nicht so, oh mein Gott, Button kommt. Warum? Oh, die Schikane, die ist echt ekelig. Oh, ich fahre so dermaßen schlecht. Ich möchte jetzt endlich mal ein Angebot von einem Team haben. Mein Gott, ey. Ich möchte hier weg. Jetzt konnte ich mich wieder ein bisschen absetzen. Ich denke aber, er wird gleich in die DRS-Zone locker fahren. Und dann, meine Freunde, ja, dann überholt er mich easy peasy. Also der hat ja dann gar keine Schwierigkeiten. Aber ich kann die Strecke auch nicht fahren. Vor allem diese Kurven hier, die sind für mich die Katastrophe. Das ist nichts für mich. Ja, der hat den Flügel flach gestellt. Gucken wir mal, ich ziehe mal ein bisschen rüber. Oh oh, der will es außenrum probieren. Das geht auch in der Kurve, das ist ja der Witz. Aber hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht, um mich zu überholen. Ich bin ein harter Hund. Ja. Ich bin ein ganz harter Hund. Ich lasse mich nicht so einfach überholen. In so einem Zweikampf, da bin ich knallhart. Da ziehe ich da drüber und schepper die Tür zu. Ist auch klar, der fährt mit voller Drehzahl. Dass er rankommt, ist ja überhaupt kein Wunder. Denn wir fahren mit Standard. Und das werde ich mir auch noch schön aufbewahren. Für das Finale. So gesehen, für die letzten paar Runden, so wie immer. Es sind noch 7 Runden zu fahren. Dann haben wir es auch schon wieder hinter uns. Dann geht es weiter zum nächsten Rennen und ich hoffe, ich bekomme demnächst ein Angebot von einem besseren Team. Das wäre nämlich ultra gut. So, jetzt Button wieder. Er wird es jetzt, denke ich, mal versuchen. Nee, macht er nicht. Er hält sich zurück. Er fährt aber auch mit voller Drehzahl. Das darf ich jetzt nicht... Das dürfen wir jetzt nicht vergessen, also er ist jetzt so oder so schneller als ich, egal wie gut ich jetzt fahre und wie sehr ich mich bemühe. Er ist jetzt so oder so schneller unterwegs als ich. Er wird keine Probleme haben, mich jetzt hier zu überholen, würde ich jetzt mal sagen. Ich denke, er wird so vorbeischießen. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Ich mache wieder zu. Boah, jetzt wird es außenrum reichen. Nee. Wow, ich war extrem spät auf der Bremse. Oh mein Gott, was ein Fight. Button versucht es wieder. Er ist wieder mal ein Gegner von mir. Ich hatte ja jetzt schon das eine oder andere Duell mit dem. Genauso wie mit Raikön und Grosjean. Das sind so meine Favoriten, was Duelle auf der Strecke angeht. Oh Mann, ey. Das sind noch 6 Runden, die ich jetzt hier überleben muss. Ich weiß nicht, ob ich das packe. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es echt nicht sagen. Also mich würde es nicht wundern, wenn ich es nicht mehr durchhalte. Und am Ende dann den kürzeren ziehe. Und überholt werde und keine Punkte mehr bekomme und nur 11. oder 12. werde, weil ich habe direkt beide im Nacken. Wer auch immer da noch hinter ist, ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht. Das sieht aus wie ein Sauber. Dann könnte das... Wer könnte das denn sein? Ja, stimmt. Wer könnte das denn sein? Verdammt, ich weiß gerade die Fahrer von Sauber nicht. Das gibt's doch gar nicht. 4 Plätze bin ich besser. Oh, 7/10 bin ich im Moment schneller als... Meine schnellste Runde, oder meine letzte Runde, ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube immer als die letzte gefahrene Runde. So, jetzt hier mit Kers schön auf die Gerade ziehen. Die komplette Kers-Batterie habe ich jetzt hier verballert. Boah, ich war eine ganze Sekunde schneller, eine 1:24.9. Warum bin ich sowas nicht im Qualifying gefahren? Oh, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Boah, nein, 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 nein. Oh mein Gott, ich brauche Kers. Er wird es probieren? Nein, er macht's nicht. Glück gehabt. Glück gehabt. Das war ein richtiger Verbremser. Da bin ich sogar bis in diese Gummiteilchen gefahren. Also bis in den Rubber. Und mein Reifen war ganz schön voll davon. Weil er bleibt ja sofort kleben. Und dann hat man auch viel weniger Grip. Ich denke aber gleich wird Button vorbeigehen. Hier wohl kaum. Ich glaube, hier in der Schikane ist es eigentlich so gut wie, oder eher gesagt, vor der Schikane ist es so gut wie unmöglich zu überholen. Oh Mann. Oh Mann. Jetzt gleich würde ich sagen, war es das und Button kann vorbeigehen. Oh Mann, der ist so verdächtig nah. Das ist gar nicht gut. Aber das Rennen läuft im Moment noch richtig gut für mich. Noch 5 Runden. Noch 5 Runden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht schon mein Motorprogramm hochdrehe.
Weil an die vor mir komme ich nicht. Ey, ich bin ja 9. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ich bin ja 9. Ich habe das gar nicht gesehen. Ich dachte, ich bin die ganze Zeit 10. Ach du Hölle, ich bin 9. Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, oh, nein, 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 nein. Den 9. Platz, den will ich verteidigen mit Kers. Nein. Nur zur Info. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Ja. Ich glaube, ich hoffe, dass er es versucht. Ich glaube es, nee, das ist dann aber eher der Sauber, der es versucht. Jetzt geht Button vorbei, nein. Oh, 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 ich bin 9, das wusste ich gar nicht. Ich dachte die ganze Zeit, ich bin 10, verdammt nochmal. Jetzt streng dich aber doch mal an. Scheiße. Und ich dachte, ich bin 10, ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet. Ich habe einfach mir selber vertraut. Und geglaubt, ich bin 10. 8. wäre natürlich noch schöner. Oh nein, ey, das wusste ich nicht. Jetzt muss ich mich aber echt ins Zeug legen. Es sind nur noch 4 Runden. Es sind nur noch 4 Runden. Und die ganze Zeit dachte ich, ich bin 10. Ey, ich werd bescheuert. Das steht die ganze Zeit da, ich bin 9. Und in Wirklichkeit bin ich 10. Oh nein, 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 nein. Button, du bleibst schön da, wo du bist. Ich drehe gleich mein Motorprogramm hoch. Versuche mich abzusetzen. Ich weiß nicht, die letzten 3 Runden oder die letzten 2 Runden kann ich noch nicht sagen. Ich weiß es nicht, was jetzt schlauer ist. Ob ich das jetzt schon machen soll oder erst in der 16. Runde. Ich weiß es nicht. Erstmal muss ich jetzt gucken, dass Button nicht vorbeigeht. Denn ich bin 9. und nicht 10. Mann, das wusste ich nicht. Jetzt geht Button, glaube ich, locker vorbei und... Nein, immer noch nicht. Noch reicht es für mich. Oh oh. Oh, 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 noch reicht es für mich. Aber die Frage ist, wie viele Runden kann ich dem Druck noch standhalten, ohne dass ich einen Fehler mache, weil der setzt mich ganz schön unter Druck. Deine Leistung ist richtig gut. Du bist 5 ja. Plätze besser als unsere. Meine Leistung ist richtig gut, das habe ich auch gemerkt. Ich bin 8. Ich bin 8. Alter, was ist das denn? Woher kommt das denn jetzt? Ich bin 8. Weil er gerade sagte, 5 Plätze besser. Hä? 5? Weil gerade waren es doch noch 4. Ich bin 8. Alter. Uhuhu. Oh mein Gott. Okay, jetzt muss ich erst recht die Position gegen Button verteidigen. Ich glaube, jetzt bin ich genug motiviert, um das zu schaffen. Los, los. Ich muss das packen. Ich muss das packen. Ich will die Punkte mitnehmen, auch wenn es nicht viele sind und ich die eigentlich auch gar nicht brauche, weil ich in der WM oder so eigentlich überhaupt keine Rolle spiele. Ich muss die Punkte aber einfach mitnehmen. Ich will die Punkte. Und ich will die 8. Position. Es läuft so verdammt gut für mich mittlerweile. Warum konnte ich am Anfang der Saison nicht so gut sein? Jetzt kommt Button wieder. 16 Runden. So, jetzt machen wir das fette Gemisch drauf. Bremsen diesmal hier nicht so spät. Oh, es trägt mich hier immer so weit nach außen. Meine Reifen sind echt noch gut in Schuss dafür, dass ich immer so Reifenprobleme habe. Also diesmal haben die Reifen, zumindest die harten, eigentlich einen ganz guten Job abgeliefert. Vielleicht habe ich den auch abgeliefert. 8. Platz. 8. Platz. Leute, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Und ich dachte die ganze Zeit, ich wäre 10. Dann dachte ich jetzt, ich wäre 9. Und auf einmal bin ich 8. Gibt es denn sowas? Ja. Da brat mir doch einer einen Storch. Oh, 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 Quersteher. Komm schon, jetzt noch diese 2-3 Ründchen hier durchhalten. Alter, ich kann mich von Button nicht absetzen, das gibt's doch gar nicht. Und ich habe schon das fette Gemisch drin. Ich glaube, ich kann machen, was ich will. Der kommt immer hinterher. Oder der fährt auch mit fettem Gemisch, immer noch. Da müsste der extrem viel Sprit dabei haben. Das gibt es nicht. Oh, oh, da kommt der zweite Sauber, kommt jetzt ran. So wie es aussieht. Komm schon, schalte doch hoch. Manchmal ist die automatische Schaltung von F1 2013 echt für ein Popo. So, jetzt hier wieder mit Kers. Das sollte wieder mal reichen für mich. Bin wieder ein bisschen schneller gefahren als letzte Runde. Eine halbe Sekunde schneller war ich jetzt als letzte Runde. Ist ja auch Logo. Logo. Oh, hier rum. Früh ans Gas. Oh mein Gott. Irgendwie kommen jetzt alle von hinten, habe ich das Gefühl, und wollen an mir vorbei. Kann das sein, dass ich alle gerade aufhalte? Oh, mein Internet ist gerade weg. Verbindung zum Spielserver unterbrochen, aber ist ja auch egal, ich spiele eh offline. Mein Gott,
Wofür ist man denn da online überhaupt? Jetzt bin ich wieder verbunden. Super, toll zu wissen. Danke. Danke für diese Information, auch wenn es mich überhaupt nicht interessiert. Oh Mann, das ist die vorletzte Runde. Button macht unheimlich viel Druck. Oh oh, mein Sprit. Ich muss auf meinen Sprit achten. Das fängt schon an zu blinken. Nein, ich habe da so ein ungutes Gefühl. Aber ich bin doch jetzt nur eine einzige Runde mit fettem Gemisch gefahren. Eine einzige Runde bin ich mit fettem Gemisch gefahren. Das glaube ich doch jetzt nicht. Ich habe da so ein dummes Gefühl, dass mein Sprit gleich zu Ende geht. Nein, und ich bin Achter. Und ich habe gerade noch davon gesprochen, die ganze Zeit, dass alles so gut ist. Dass es im Moment einfach nur perfekt läuft in der Saison. Dafür, dass ich bei Toro Rosso bin, läuft es mehr als perfekt. Oh mein Gott, Leute, wenn ihr das jetzt seht, wovon ich schwer ausgehe, dann bitte tut etwas, dass ich noch übers Ziel komme. Sorgt für ein Wunder oder so, ich habe keine Ahnung. Ich werde gleich die letzten paar Meter auf der Strecke das magere Gemisch mal reinhauen, vorsichtshalber. Aber jetzt kann ich mir das gerade gar nicht erlauben. Boah, jetzt könnte Button... Oh Mann, ich habe 3 Stück hinter mir. Davon 2 sauber, 1 McLaren. Alle 3 sind schneller als ich. Und keiner kommt vorbei. So, jetzt mittlerweile sind meine Reifen dann doch ziemlich kaputt. Macht aber nichts, denn das Rennen ist jetzt eh Ende. Deswegen kann ich als Fazit schon mal sagen... Diesmal habe ich mit meinen Reifen besser gedingst. Ich habe mit meinen Reifen besser gedingst als in den letzten Rennen. Es ist nicht mehr viel zu fahren. Es ist nicht mehr viel zu fahren. Oh, die letzten paar Kurven. Noch ein letztes Mal hier rum. Vettel hat gewonnen, aber das ist mir gerade sowas von egal. Denn ich muss gerade mein eigenes Rennen hier gegen mich gewinnen. Oder eher gesagt gegen meine Reifen und gegen meinen Sprit. Aber ich glaube, das reicht. Ich glaube, das reicht. Früh bremsen. Schön die Curb mitnehmen. Oh, das könnte reichen. Ich bin Achter. Kein Fehler mehr erlauben. Denn ich kann auch nicht zurückspulen. Oh, ich ruder hier. Ich ruder. Das reicht für mich. Button sitzt ihr direkt im Nacken. Ich höre das, ja. So, jetzt. Kehrs. Oh mein Gott, das wird knapp. Das wird so... Oh, das war das Ziel. Geschafft. 8. Platz. Oh mein Gott. Wieder mal Punkte. Wuhu. Richtig gut. 13. sollte ich werden. Ich bin 8. geworden. Gut gemacht. Du hast 4 Punkte im Sack. Ja. 4 Punkte. Damit müsste ich jetzt 15 Punkte haben. Webber auf der 7. Perez auf der 6. Rosberg auf der 5. Grosjean auf der 4. Massa auf der 3. Alonso auf der 2. Und Vettel auf der 1. Ah, die Rester kamen da auch noch ziemlich nah. Das waren nämlich nur eine halbe Sekunde war der hinter Hülkenberg. Also ich hatte Hülkenberg hinter mir, Button und Gutierrez direkt. Also beide sauber und halt den McLaren, mein Teamkollege, nur auf der 15. Da ist im Moment die WM. Ich habe 15 Punkte, Hülkenberg hat 30. Wie gesagt, ich spiele da keine Rolle mehr. Irgendwie nach vorne komme ich auch nicht, weil die Rester... ich komme nicht nach vorne, weil die Rester ist hinter mir. Ist klar. Ist klar, weil Hülkenberg hat doppelt so viele Punkte wie ich. Und nach hinten brauche ich mir eigentlich auch keine Sorgen machen, weil die Rester hat nur 1 Punkt. Und Maldonado auch. Und deswegen denke ich, da brauche ich mir keine Sorgen machen. Die WM führt Hamilton an. 31 Punkte Vorsprung auf unseren Vettel. Schauen wir mal einmal in die Team-WM. Okay, schauen wir nicht in die Team-WM. Denn ich glaube, ich habe zu weit gedrückt. Egal. Uns wird wieder mal gratuliert. Das ist doch wunderbar. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zusehen. Beim nächsten Rennen hoffe ich, dass es genauso richtig geil läuft. Schaut euch auch meine anderen Videos an. Die Folge war ein bisschen flach zum Ende hin. Wurde es nochmal richtig fett, würde ich sagen. Wow, oder? Also, haut rein, meine Freunde. Wir gucken jetzt, bevor ich Tschüss sagen, gucken wir heute ausnahmsweise mal, welche Strecke als nächstes kommt. Ich bin ehrlich gesagt überfragt. Ich weiß es ehrlich gesagt auch gar nicht. Jetzt habe ich schon haut rein und so gesagt und jetzt fange ich wieder an zu reden. Super, das ist egal. Ja, Spa-Francorchamps, eine meiner Lieblingsstrecken. Also, wenn ihr ein richtig geiles Rennen in Spa gucken wollt, dann schaltet Samstag, Sonntag wieder ein. Denn Spa ist auch eine meiner Lieblingsstrecken. Und deswegen denke ich, geht da richtig die Post ab. Ich bedanke mich wie jedes Mal fürs Zusehen. Ich habe ein Vertragsangebot. Ich habe ein Vertragsangebot, ich werde euch das aber nicht zeigen, ich bin ein Arsch, ich weiß das, ich bin richtig arschig gerade. Ich werde euch das jetzt nicht
zeigen. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, und ich gucke gleich schon mal, ja, ich gucke gleich schon mal, so arschlich bin ich, wenn ihr wissen wollt, was das ist, dann müsst ihr Samstag, Sonntag einschalten. Und dann werden wir vielleicht schon im anderen Auto sitzen. Ich freue mich. Also haut rein, Leute, schaltet ein. Bis dann. Ich bin raus. Ciao.